Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier aus den UFOmann Studios in Berlin. UFOmann präsentiert euch Banished Hardcore Modus. Ohne Felderwirtschaft, ohne Samen versuchen wir hier vor uns hinzukrepeln. Das ist die Folge 26 hier von 26 von Banished. Und ich bin mal ganz gespannt, ob wir hier aus der Bedrulle überhaupt wieder rauskommen. Wir haben nämlich keine Werkzeuge mehr. Und ich weiß gar nicht, ob die... Ah, guck mal hier, eher hier. Da werden wir jetzt mal... Nee, nicht so, sondern so. Genau. So, ein Hunter. Mehr können wir jetzt erstmal nicht entbehren. Dann war wahrscheinlich schon mal ein Fehler gewesen hier. Wo baut der denn den Weg lang? Bis dahin ging der? Der Bilder, unser Bilder, einer von unseren Bildern ist jetzt die ganze Zeit beschäftigt, den Weg zu bauen. Da haben wir schon mal irgendwie... Und der hat sogar noch ein Werkzeug? Nee, der baut ohne Werkzeug, oder wie? Bau mal lieber die Brücke. Ja, jetzt baut er die Brücke weiter. Das ist schon mal sehr schick. Und er macht hier weiter. Okay, alles klar. Wollen wir nochmal gucken, wer ist denn das hier, wer hier so hoch motiviert ist? Das ist hier Annemarie Gendner. Sie ist 36. Ah, okay. Sehr fleißig. Also sehr fleißig hier. Und wir sehen schon, die Brücke nimmt Gestalt an. Das ist sehr schön. Und hier? Okay. Wir brauchen Stein. Wir brauchen immer noch Stein. Haben wir denn das nun wirklich hier alles markiert, die Steine? Guck mal, warum... Ich will, dass du den Stein hier abbaust. Hm. Guck mal, jetzt haben die hier alles schon abgegrast. Aber wir haben ja auch die Brücke gebaut, um hier drüben an die Steine... Nein, die sind ja auf der anderen Seite. Hier sind aber auch Steinvorräte. Hallo? Warum ist denn da hinten ein Baum umgefallen? Wie sind die da hingekommen? Wie sind die da hingekommen? Komm, wir markieren mal hier. Wir brauchen hier die Steine, dass wir uns die mal holen. Guck mal hier, alles was an Stein ist, möchte ich mal bitte haben hier in der Gegend. So. Gut. Vielleicht ist das ja eine Motivation hier noch weiter zu bauen. Wir haben mittlerweile Sommer, nee, Herbst haben wir. Im vierten Jahr sind wir. Und uns sind die Werkzeuge ausgegangen. Ah, die wechseln sich scheinbar ab. Der Kollege ist der... Cornardo. Cornardo Gender. Sag mal, heißen die alle Gender oder ist der aus ihrer... Ist das ihr Bruder oder ihr Mann vielleicht? Könnte schon sein, wa? Das ist der... Die hieß doch auch Gender. Die müsste ja jetzt eigentlich am Weg gerade weiterbauen, wenn sie nicht pennt. Da ist er doch. Das ist er doch, oder? Ach, die sehen alle ähnlich aus. Gut, weiter geht's. Wir haben 404 Brennholz, 98... Okay. Wir lassen mal die Zuteilung erstmal so, wie sie ist. Hier geht's schleppend voran, wenn überhaupt. Die Brücke, wie weit ist denn die Brücke? Ah, ja, okay. Sehr geil. Sehr geil. Das heißt, dass meine Freunde jetzt hier rote Stein holen können. Das ist sehr gut. Sehr gut. Wir werden mal auch gleich sagen, komm, die können, sollen hier mal alles... Oder? Wo soll sie erstmal nur Stein holen? Naja, kommen hier ein paar... Ein paar Bäume könnt ihr ja auch noch mitnehmen. So, sehr schön. Dann würde ich jetzt mal sogar... Die Bilder waren ja so fleißig, obwohl sie kein Werkzeug haben, dass ich jetzt sogar mal sagen würde, wir bauen jetzt hier noch die zweite Fischerhütte. Damit wir mit der Nahrung auf der richtigen Seite sind. Oder bauen wir noch eine Menschenhütte. Na, vielleicht sollten wir erstmal versuchen, wie wir über den Winter kommen. Das wäre vielleicht ganz schick, wenn wir hier irgendwie über den Winter kommen. Aber mich packt schon wieder das Banished-Fieber. Ich glaube, ich werde Banished doch noch ein bisschen weitermachen. Wenn ich jetzt hier nicht gleich drauf gehe, dann machen wir noch ein paar Folgen.
So, wie sieht's hier aus? Ist hier schon ein bisschen was dazugekommen? Ja, es geht langsam los. Es geht langsam los. Gott sei Dank haben wir hier diese Brücke. Das ist eine sehr feine Sache. Da haben wir aber jetzt Unmengen Eisen. Okay, dann würde ich sogar noch eine Brücke bauen. Das ist sehr mutig. Dafür, dass wir kein Holz haben. Aber, nee, nicht so lang. Oh, okay. Willst du hier nicht? Kann man die hier anschließen? Nee. Warte mal. Oder hier. Guck mal, jetzt haben wir hier, bauen wir hier noch eine kleine Brücke, dass wir hier rüberkommen. Naja, gut, ein bisschen Stein ist hier auch. Komm, Leute, holt mir nur die Steine, ey. Ich brauche die Steine. Ich brauche auf jeden Fall die ganzen Steine. Holz ist markiert, oder? Dass ihr Holz abbauen sollt? Habt ihr es gerafft? Ja. Naja. So. Gut, 56 Essen. Der Winter müsste gleich vorbei sein. Würde ich mal sagen. Der Winter ist gleich vorbei. Okay. Und wir sind ja geduldig, wir sind geduldig. Wir bauen jetzt nicht so viele Hütten. Und haben eine Chance, was ist jetzt schon wieder los? Stone, okay, Stone. Solange es nicht die Nahrung ist, komme ich damit klar. Oh, ihr macht mich ja fertig, ey. Guck mal, wie viele Tiere wir haben. Da müsste man glatt hier noch einen Hunter bauen, ey. Das geht aber nicht. Wir müssen erstmal den fertig machen hier. Wir müssen erst den fertig machen. Danach müssen wir noch ein Kohlekraftwerk bauen. Also eine Kohlemine. Das wir jetzt vielleicht doch ein bisschen schneller mal stellen. Zehnfach. Mal glubschen, was hier passiert. Die sind ganz schön unzufrieden. Drei Herzen nur. Drei Herzen. Nicht gut. Aber bevor wir die Mine in Auftrag geben, müssen wir warten, bis die hier fertig sind. So, die haben jetzt genug Ressourcen. Das ist schon mal schick. Dann dürfte das jetzt relativ schnell gehen. Und wir können jetzt die Mine in Auftrag geben. Das war hier die. Ich will gar nicht wissen, ich gucke da gar nicht hin, was die kostet. Naja, gut, das geht. Bezahlbar, oder? Ist das bezahlbar? Sag nicht, die Bäume stören da. Alter, sag nicht, die Bäume stören die Mine. Mine cannot place it in this location. Na, sehr schön. Na, sehr schön. Hier können wir sie auch not placen. Wo können wir sie denn überhaupt placen? Hier hinten vielleicht? Guck mal, hier wäre es nicht schlecht. Cannot place it wegen? Doch nicht wegen den Bäumen oder was? Komm Leute, haut mir die Bäume da weg. Haut mir hier die Bäume weg, ist total wichtig. In der Hoffnung, dass ich ja meine Mine da placen kann. Oh, wir haben schon wieder den frühen Sommer, okay. Hier geht's weiter mit dem Blacksmith. Ja, sehr schön. Dem werden wir jetzt auch mal einen einsetzen. Ein Blacksmith. Klack. Klack. So, jetzt haben wir einen Blacksmith. Okay. Der fängt schon mal an. Der wird ja auch gleich heulen, dass er kein Holz hat. Würde ich mal vermuten. Keine Kohle hat. Oder vielleicht haben wir ja Glück und der nimmt auch Holz. Das könnte natürlich auch sein. Dass der Holz auch nimmt. Dass er nicht unbedingt. Doch. Er braucht. Ach, nee, guck mal hier. Ja, er braucht Kohle. Er braucht Kohle. Mist. Sobald man hier ein bisschen rauszoomt, sieht man gar nichts mehr bei dem Wetter. Wo kann ich denn diese Mine hinstellen? Mann, was ist denn der? Warum fragt denn der? Null. Hunting-Kabinen. Hunter. Wir haben zwei Hunter, okay. Dann sollen die auch mal hunten.
Okay, Hand in Kabine, Hand da eingestellt. Ah, warum kann ich denn hier nicht? Ich will hier unbedingt eine Mine bauen, eine Kohlemine. Ich meine, keine Chance. Keine Chance. Meinst du, das liegt echt an den Bäumen? Glaube ich nicht. Das sind nicht die Bäume. Vielleicht so rum? Ja, von der Logik. Ach, guck mal, hier. Ah, ha. Ich habe eine Stelle gefunden. Haha. Sehr schön. Haha. So, dann baut mir mal auch einen Weg da. So, baut mir mal einen Weg. Nebenbei noch. Zwei Bilder haben wir. Komm, lass uns mal drei draus machen. Vielleicht geht es dann schneller. 30 Nahrung, sehr schön. Jetzt wird langsam das Eisen wieder knapp. Oh, die zweite Brücke ist fertig. Das ist natürlich eine sehr schöne Angelegenheit. Da werden wir mal sagen, holt mir mal hier noch ein bisschen Eisen. So. Und so weit ist es ja nicht. Da könnte er eigentlich sogar noch hier alles abholzen. Hier die ganze Fläche. Und sobald wir jetzt die Kohlemine haben, sobald wir die Kohlemine haben, müssen wir dann das Werkzeugproblem auch so langsam im Griff bekommen haben. Ah, wir haben nur drei Herzen, die Leute sind nicht zufrieden. Wenn die Leute nicht zufrieden sind, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So. So, noch überleben sie. Holz wird fleißig jetzt rangeholt, oder? Verstehe ich das richtig? Ja. Hier wird ein bisschen gearbeitet, das ist schon mal schick. Stein geht lang. Ach, wir brauchen noch einen Steinbruch, genau. Aber bevor die Mine nicht fertig ist, werden wir auch keinen Steinbruch bauen. So, Nahrungsmittel geht gerade so. Könnt natürlich noch einen Hunter einsetzen. Wäre eine Variante. Und eigentlich müssen wir noch eine Brauerei bauen, damit die glücklicher sind, die Leute. Oder ein Friedhof. Ich meine, bis jetzt ist noch keiner gestorben. Ein Hospital. Ist es jetzt die Gesundheit? Ja, die Gesundheit. Okay, dann. Ach so, ja, dann brauchen wir ja hier den. Oder warte mal, wie hieß denn der? Den haben wir ja noch nicht, wa? Den Kräutersammler, den haben wir noch nicht. Den Herbalist. Wir haben noch keinen Herbalisten. Dann werden wir den mal ganz easy fresh hier hinten. Easy peasy. Herbalist, Herbalist. Herbalist. Hör mal, hier wenn wir ja alles abholzen, wie ich uns kenne. Na gut, dann müssen wir gucken, dass wir nicht vergessen, dass wir hier. So, dass wir hier vielleicht nichts abholzen, dass der Herbalist in Ruhe arbeiten kann. So, wie geht's? Geht's? Läuft's? Läuft's, Leute? Läuft es? Läuft die Nase? Gut, ich meine, solange ihr noch Arbeit habt, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt einen neuen Auftrag rausgeben. Okay, 39%, so langsam. So langsam. Mit der Nahrung ist immer noch nicht so optimal. Aber wir werden mal gucken.
Er ist immer noch auf schnellste Geschwindigkeit, wa? Oh, das ist aber riskant, ey. Das ist aber riskant. Müssen wir alles ganz genau im Auge behalten. Brennholz geht gerade, ist gerade ein bisschen rückläufig. Warum haben wir da keinen eingesetzt, oder was? Ist doch ein Woodcutter. Was ist denn das Problem? Ach so, Holz fehlt, okay. Ja, also meiner Meinung nach hatte ich euch ja vor 3,5 Stunden hier die Aufgabe gegeben. Kann aber auch sein, dass das schon wieder weggeholzt ist, was ich da beauftragt hatte. So, guck mal hier, das ganze Ding könnt ihr weghauen. Weil da ist sowieso nur eine Mine. Oh, jetzt sagt er, Foot is low. Okay. Foot is low. Das ist natürlich die Frage, ob wir jetzt noch einen zweiten Fanta, einen Gatorer, noch einen Gatorer oder noch ein. Nee, so, warte mal. Soll ich vielleicht noch einen Hunter einsetzen? So, noch ein Hunter, der ist scheinbar jetzt hier vor, automatisch hier vorne in der anderen, in dem anderen Hunting-Dingsbums gedingst. Ah, genau. Gut. Dann huntet mal schön. Huntet mal schön. Okay, der, ach so, der Blacksmith war fertig. Hier geht es sehr schleppend voran. Uns fehlt jetzt nur noch 9 Steine fehlen uns noch und dann ist die Mine fertig. Müsste doch eigentlich passen, oder? Da müssten wir eigentlich noch mehr markieren hier, dass er noch mehr. Was sagt man hier? Ist schon jemand gestorben? Ah, guck mal, das ist aber hier neu mit dem Totenkopf. Das ist neu, das hatten wir noch nicht. Warum ist sie gestorben? Wegen Nahrungsmittelmangel oder was? Hm. So, also Eisen, Holz und Stein. Eisen haben wir eigentlich noch ein bisschen. Oh, warum sind die jetzt so langsam? Sind die jetzt so unglücklich oder hat sich jetzt automatisch auf langsam gestellt? Weil ich, oder ich habe die falsche Taste gedrückt oder weil jemand gestorben ist. So eine Art Sicherheitsfunktion, falls man lässt es laufen. Das ist gar nicht da. Macht sich zum Beispiel gerade ein Spiegelei in der Küche. Jo. Oh, wir haben 9 Werkzeuge. Fragt sich bloß, wie er die gemacht hat. Dann hat er ja doch Holz genommen. Mist. Hat er doch Holz genommen. Dann braucht er nicht unbedingt Kohle. Schade. So, was ist hier los? Leute, ey, macht doch nicht so ein Theater wegen dem Essen. Gibt's doch wohl nicht. Die fressen einem auch echt die Haare vom Kopf hier. Macht mal da weiter. Was ist mit dem hier? Warte mal kurz. Stoppen, 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 stoppen. Warum hat der ein Totenkopfzeichen? Weil er keine Klamotten hat? Die erfrieren? Oh nein. Ich habe keine Klamotten. Nächstes Problem. Na, wenigstens haben wir ein bisschen Nahrung. Nächstes Problem. Keine Klamotten. Da brauchen wir einen Schneider, wa? Ach ja, stimmt. Wir haben ja... Oh nein, jetzt sterben sie schon. Okay, da müssen wir nächstes Mal nochmal neu anfangen. Ich muss so einstellen, dass ich Samen am Anfang bekomme, sonst wird das nichts. Sonst wird das nichts. Können wir jetzt hier sagen, okay, baut mir noch einen Tailor, der dann das Leder nimmt, was der Hunter erbeutet hat, um uns daraus dann Klamotten zu machen, aber ich sehe echt schwarz. Es geht jetzt rapide bergab. Können wir jetzt auch gar nichts machen. Wir könnten natürlich jetzt gut, wir könnten
ganzen Aufträge wieder zurücknehmen. Vielleicht war ich wieder eine Nummer zu schnell. Jetzt müsste der Totenkopf eigentlich weggehen. Ich meine, so kalt ist es ja jetzt auch wieder nicht mehr. Warum habe ich eigentlich diesen Herbalist gebaut? Ach so, wegen der Gesundheit, dass es denen gesundheitlich besser geht. Können wir nicht da die Priorität hochsetzen? Irgendwie hatte mir was jemand geschrieben, dass ich das mit der Priorität falsch eingestellt habe oder so. Guck mal. Increase Priorität. Show Limit Placed Resource. Also ich dachte immer, das heißt hier, macht die Priorität hoch an der Stelle. So. Mann, aber trotzdem überleben wir noch erstaunlich lange. Es wäre auch Zeit mal für einen Friedhof. Ich weiß, ich bin ungeduldig, ich bin hier viel zu schnell. Aber so ein kleiner Friedhof kann auch echt nicht schaden, oder? Vielleicht. Ach Mist, jetzt habe ich das. Kann doch echt nicht schaden, sage ich. So, warte mal hier. So. Vielleicht macht das sie ja ein bisschen glücklicher, vielleicht ein halbes Herz oder so. So, die Produktion schreitet voran. Gleich haben wir unser Kohlekraftwerk fertig. Ach so, da fällt mir gerade ein, Kohle ist natürlich total cool, auch weil ja die damit heizen, die Einwohner. Das ist immer echt extrem spannend. Ja? Bricht das ganze System zusammen oder erhält es sich? Wie weit kommt man noch? Wir sind jetzt im 7. Jahr, also ist eigentlich jetzt mal nicht so schlecht. Okay, die Mine ist fertig. Die Mine ist fertig, dann können wir mal einen Miner einsetzen. Und der will, wir wollen aber Kohle haben, mein Freund. Kohle brauchen wir. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt geht's los. Jetzt wird hier schon mal Kohle produziert. Und wir haben noch nicht mal ein anständiges Stockhaus hier. Na gut, Leute, auch wisst ihr, da mache ich nächste Woche nochmal zwei, drei Folgen. Das wurmt mich jetzt hier gerade ein bisschen. Das ist echt zu spannend. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Wann die Folgen kommen und wie viele kommen, das werdet ihr dann am Sonntag im Upload-Plane nachlesen können, der immer am Sonntag um 18 Uhr erscheint. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Guckt doch auch mal die anderen Videos, guckt mal rein, was ich hier so anbiete und so weiter. Ich freue mich jedenfalls, dass du hier zugeguckt hast. Ja, du, ich sag mal nicht ihr, sondern ich sag mal du, der du hier zuguckst. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, mit mir hier ein bisschen zu zocken, zuzugucken, wie ich zocke, wie wir zocken. Kannst du auch was in die Kommentare schreiben. Tschüss!